Hallo, mein lieber Skorpion, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Jetzt zu deiner Legung für den November 2024. Ich habe wie gewohnt ein großes Lenormand-Kartenbild hier ausgelegt. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich werde dir aufzeigen, welche Situationen dir noch nicht bewusst sind, welche dir bewusst sind. Du liegst hier in der weiblichen Hauptpersonenkarte dargestellt, unabhängig deines Geschlechtes, und dein Gegenüber liegt hier in der männlichen Hauptperson dargestellt. Zu diesem Video gibt es eine Erweiterung. In dieser Erweiterung werde ich mit den Sternzeichenkarten genau herausfinden, um welche Personen es sich hier handelt, nach Sternzeichen geordnet. Dann nehme ich die Kelchkarten und schaue mir die Situation zwischen euch an. Was denkt und fühlt dieses eine Gegenüber in Bezug auf dich? Und dann natürlich umgekehrt auch. Dabei helfen uns dann auch noch die Wunschpartnerkarten von der Nadine Breitenstein. Die schauen so aus, und da siehst du schon, kann man doch ganz gut sehen, um welche Gefühlsthemen es eigentlich geht. Was steckt dahinter? Welche Beziehung ist da? Und dann hilft mir natürlich noch meine Intuition, um das Ganze noch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich freue mich, wenn du mir dann in die Erweiterung folgst. Macht natürlich nur Sinn, wenn du mit dieser Legung in Resonanz bist. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung. So, genug der Vorreden. Ich würde vorschlagen, wir starten, und zwar mit der unterliegenden Energie. Das ist die Energie, die im Verborgenen zugrunde liegt. Etwas versteckt, sage ich immer, dennoch anwesend. Und da kommt das Kreuz. Das Kreuz steht für schicksalshafte, wichtige Begebenheiten, für etwas teilweise, was unabwendbar ist. Das Kreuz stellt manchmal eine Lernaufgabe dar, etwas, wo es wichtig ist, hinzuschauen. Und bei dem Kreuz geht es manchmal auch um das Thema Glaubenssätze. Und du weißt ja, wenn du meinen Kanal verfolgst, dass Glaubenssätze mit dem religiösen Glauben nichts zu tun haben, sondern das sind einfach die Prägungen, denen wir gesellschaftlich und oder familiär, erziehungstechnisch ausgesetzt sind. Ja? Wir schauen uns jetzt das Ganze genau an. Wie gesagt, du liegst hier im Haus des Herzens. Das heißt, dass du eine sehr gütige, liebevolle, herzliche Person bist. Vielleicht liegt dir gerade auch etwas am Herzen. Ein Herzensprojekt oder jemand, der dich auf Herzebene anspricht. Ja? Du schaust in die Richtung, du bist also sehr zukunftsorientiert, aber wir wollen ja eher mal schauen, was denn das Thema ist, was dir nicht so ganz bewusst und klar ist, beziehungsweise was da eigentlich auf dich zukommt im November. Ich habe hier ganz wichtige Diskussionen, die mit einer Firma geführt werden, die um eine Firma gehen. Da ist eine Diskussion mit einer Frau von einer Firma, von einer Behörde. Und diese Diskussionen, die gehen auf jeden Fall gut aus. Also da kommen überraschend positive Angebote, Chancen rein für oder von einer Frau, von oder für eine Behörde, oder es geht um eine selbstständige Frau. Denn ich habe hier auch noch die erste Tochter und den dritten Sohn liegen, natürlich nur, wenn du denn Kinder hast. Und Kinder, ihr wisst, sage ich ja immer, bei fast erwachsenen Kindern, wenn ich davon rede.
Also es kann auch ein Thema sein, was zum Beispiel deine erste Tochter oder deinen dritten Sohn angeht. Wenn du denn einen dritten Sohn hast. Ansonsten ist das einfach, sind das einfach Diskussionen, die jetzt wichtig sind, die jetzt anstehen mit einer Firma im künstlerischen Bereich, kreativen Bereich. Das kann hier von einem Blumenladen über einem Friseurladen bis hin zu einer kreativen Arbeit, was hat man denn da noch? Webdesign oder also alles, was Körperpflege betrifft, fällt da auch mit rein. Zur Verschönerung, ja. Da kommt auf jeden Fall Diskussionen auf, Gespräche auf. Und da wird es eine Überraschung geben. Und ich habe den Eindruck, das ist auch etwas, was dir jetzt aktuell noch gar nicht bewusst ist, obwohl du in diese Richtung schaust. Das ist auf jeden Fall eine öffentliche Thematik und hier sehen wir schon, da kommen positive Nachrichten, ja. Da ist nochmal die Bestätigung, die habe ich mehrmals hier drin liegen im Übrigen. Was richtig schön ist, lieber Skorpion, denn es sagt mir, dass es im November keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Behörden gibt. Und wenn, dann immer nur kurzzeitig und dann lassen die sich hier auch mit Gesprächen ganz gut klären und lassen da Licht reinbringen. Und das, also wenn du jemand bist, der da so ein bisschen was gerade in der Richtung laufen hat, also da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung und es kommen positive Angebote rein. Ein positives Angebot habe ich hier auch liegen, ganz überraschend, wenn du zum Beispiel auf der Suche nach einem Auto bist. Denn es kann hier auch um eine Autofirma gehen, dass hier irgendwie ein Angebot reinkommt. Das ist auch möglich. Oder ein anderes Thema, eine Firma, eine Behörde, die irgendwie Fahrzeuge bereitstellt. Denn der Reiter steht für Beweglichkeit, für Fahrzeuge aller Art, für Aktivitäten. Es kann hier auch um ein Sportzentrum gehen, zum Beispiel ein Fitnesscenter, was vielleicht eine Einladung überbringt und da gewisse Diskussionen anstehen. Das ist auch möglich. Und was ich ebenfalls sehr schön finde, also es sind einige großartige Pläne hier zu sehen, beziehungsweise jetzt kommen wir mal zu dem Thema Beruf, Beruf, Arbeit oder woran du arbeitest. Ein medizinischer Beruf liegt hier drinnen, der sich verändert, ich sag mal, verändert. Da wird eine Arbeit, die sehr lange Thema war im Helfenden, also es sieht für mich aus wie eine Hilfsorganisation, wie zum Beispiel Rotes Kreuz oder ähnliches, ja. Da scheint jetzt eine Veränderung reinzukommen und zwar eine Veränderung mit einem Firmenstandort. Und das ist das eine. Das andere kann hier sein, dass eine öffentliche Einrichtung hier definitiv den Firmenstandort wechselt. Und das hat in irgendeiner Art und Weise was mit dir zu tun, weil du schaust da schon in diese Richtung. Dir ist es durchaus klar und bewusst. Und mit diesem Firmenstandort, der sich da verlegt,
werden neue Verträge ausgehandelt. Ich habe hier Verträge, die mit dem Thema Geld zu tun haben, also irgendwelche Bezahlungen, Rechnungen, da kommen neue Verträge. Alte Verträge können hier also auch enden. Da ist noch etwas, was mit einer Ausbildung, mit einer Weiterbildung zu tun hat im Gespräch. Ich habe auch den Eindruck, dass da etwas Thema ist, was du nicht gleich rausposaunst, was du erst nochmal für dich behältst. Aber hier endet ein Vertrag. Und man sieht auch, dass dir das Kummer macht, ja, dass du hier ein bisschen Sorge hast, ob deiner Stabilität und deiner Sicherheit. Allerdings da klärt sich was, ja. Also diese Unklarheiten, irgendein Plan, der noch unklar ist für dich, der macht dir wirklich Kummer. Und das hat hier mit einer Verlegung von dem Firmenstandort zu tun. Eine Vertragsauflösung habe ich hier ebenfalls liegen, von der du allerdings irgendwie schon weißt, das aber noch nicht kommunizierst. Du behältst es noch für dich. Eine Arbeit im Medizinischen oder hier wird an irgendwas gearbeitet, was langfristig zum Erfolg führt. Das kann ein Hilfsprojekt auch sein. Das kann sein, dass du hier was ganz anderes wäre zum Beispiel auch, dass hier eine ganz lange Treue da ist, eine lange Zugehörigkeit zu einer Firma und da jetzt entweder ein Vertrag geändert wird, das ist auch möglich. Definitiv ist hier etwas an Arbeit, was sich also entweder ein Arbeitsverhältnis, was sich auflöst, oder eine Arbeit an den Sorgen, an den inneren am Kummer, an irgendwas, was dir Kummer macht, soll jetzt enden. Unklarheiten wegen einer Arbeit habe ich hier auch, die enden. Da gab es lange Kummer, aber ich habe den Eindruck, da kommt jetzt neuer Aspekt rein. Es kann auch eine Arbeit im Spirituellen sein, die du von zu Hause aus machst oder dein Gegenüber hier von zu Hause aus betreibt. Auf jeden Fall kommt hier etwas Erfolgreiches ins Haus. Also dieser Kummer, was es auch ist, ist es eine Hausreparatur, die habe ich nämlich hier auch liegen, dass das Haus oder deine Wohnung oder irgendwas im privaten Umfeld dir Sorgen, Kummer macht. Da klärt sich definitiv was und etwas kommt an Erfolg rein. Wenn es so ist, dass hier ein Vertrag aufgelöst wird, ein Arbeitsvertrag, dann kommt ein neuer, habe ich den Eindruck. Eine neue Arbeit habe ich nämlich hier auch liegen. Und diese neue Arbeit kann mit Briefen zu tun haben. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es zwar deine Vorstellung ist, irgendwie was mit Briefen, mit Kommunikation.
Nur hier kommt auch noch mal eine Veränderung. Hier kommt noch mal was ganz anderes. Viele Erwartungen, viele Hoffnungen, die vielleicht auch mit irgendwas Kleinem zu tun haben. Einen kleinen Erfolg sehe ich hier auch. Der ein oder andere erwartet hier vielleicht auch Nachwuchs im Umfeld. Im Sommer, das ist noch nicht jetzt. Ja. Hier ist ein alter Plan, etwas, was du für dich festgesetzt hast, schon in der Vergangenheit, der verändert sich. Der wird nicht so durchführbar sein, wie du dir das vorstellst. Und das hat irgendwas mit dieser Firma hier zu tun, mit dieser Behörde, mit dieser Institution, mit dieser öffentlichen Einrichtung, Hilfsorganisation etc., was auch immer das ist. Da wird sich irgendwas anderes herauskristallisieren. Und diese Person hier wird darüber mit dir sprechen, wird dir ein neues Angebot machen, ein anderes Angebot. Und das kommt ganz überraschend. Mit dem Thema Finanzen habe ich ja auch, das will ich mir jetzt als nächstes mal anschauen, denn ich habe hier Verhandlungen wegen dem Geld auch liegen, die allerdings mit dem Fuchs in irgendeiner Art und Weise falsch laufen. Da ist irgendwie, läuft da irgendwas nicht ganz richtig. Und da ist dann auch was zu beenden an diesen Verhandlungen. Also ich habe allerdings den Eindruck, dass diese Verhandlungen hier mit diesen Gegenübern zu tun haben. Die liegen direkt an dieser Situation dran. Und ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was dir nicht bewusst ist. Vielleicht will hier irgendjemand Geld von dir. Ich habe hier einen Gegenüber direkt bei dir liegen, der ein bisschen schleimig rüberkommt, ja, der schaut hier in den Fuchs rein. Also da ist entweder irgendwas in der Familie nicht richtig oder das ist ein Geliebter, das kann eine Affäre sein. Das kann auch jemand sein, der hier eine Affäre hat, ne, weil hier die Einladung von einer Frau ist, von einer selbstständigen Frau und Blumengeschenk für eine Frau, das liegt aber hinter ihm und er schaut hier aber in den Fuchs und Fuchs immer an der Person dran, sagt mir, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, ja. Und dieses falsche Vertrauen, schau mal, das haben wir hier nochmal mit den Engelsflügeln und das soll gekappt werden. Also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, mein lieber Skorpion, würde ich dich gerade gerne nehmen und umdrehen, dass du mal in die Richtung schaust, ja. Weil da ist irgendwas hinter deinem Rücken, was du nicht wahrnimmst. Das kann buchstäblich hinter deinem Rücken passieren. Es kann aber auch einfach etwas sein, was dir nicht bewusst ist. Also hier ist auf jeden Fall ein Gegenüber, was irgendwie aus falschen Motiven bei dir ist, würde ich mal so sagen. Und diesen Gegenüber, und wir werden die ja mit den Sternzeichenkarten genau angucken in der Erweiterung, da bin ich echt gespannt. Ich habe den Eindruck, dass es sich hier um deinen Lebenspartner, Liebespartner handelt, eines Teils. Es kann hier aber auch eine Mutter,
angezeigt sein oder tatsächlich eine Liebschaft. Das ist ebenfalls möglich. Und hier habe ich noch eine Person, die interessant ist. Die Person schaut zum Beispiel hier in irgendwas Anerkennung und Erfolg. Und ich habe den Eindruck, dass diese Person hier neidisch ist. Ja, irgendwie, da kann es auch um geschwisterliche Themen gehen, habe ich hier liegen. Also, ne, wenn du zum Beispiel die Mutter oder der Vater bist und hier deine Kinder vielleicht in irgendeiner Art und Weise Rivalitäten herrschen. Sowas habe ich hier drin liegen. Oder du mit deinen Geschwistern, das kann natürlich auch sein, ne? Weil ich hier die Schwester habe und hier an diesen Personen dran, die Fische stehen für einen Bruder, für einen Onkel. Also da kann es tatsächlich auch um Familienzwistigkeiten gehen und die klären sich auf. Definitiv, also irgendwelche Unklarheiten, Schwierigkeiten, irgendwas, was lange Kummer gemacht hat innerhalb einer Familie, da kommt jetzt Klärung rein. Durch einen plötzlichen, unerwarteten Neuanfang. Und dieser Neuanfang hat was mit einer Arbeit zu tun, mit einer, ja, also entweder arbeitet das Universum hier in dir drinnen und klärt hier einiges auf Seelenebene. Das ist tatsächlich eine Bedeutung, dass hier über Astralreisen oder andere Möglichkeiten, wir haben gerade wieder so hohe Energien da, ne? Dass da was geklärt wird, was sich löst und dann eben in die Auflösung geht. Die Auflösung habe ich hier zweimal liegen. Die Klärung von diesen Unklarheiten, die Wolken liegen im eigenen Haus. Die Wolken stehen für Unklarheiten, Schwierigkeiten, für irgendwas, was im Nebel liegt. Und mit den Mäusen dran ist es richtig schön. Also da kommt eine Klarheit rein. Und diese Klarheit, habe ich den Eindruck, ist genau das, was hier angezeigt ist, wo irgendwas falsch gelaufen ist. Na, die Füchse sind hier dran, die Füchse sind hier dran, also das ist schon sehr interessant. Und hier so, ich habe auch den Eindruck, dass hier ein Gegenüber das Kleeblatt im Berg heißt, dass man hier sehr positiv ist, dass das Glück da ist, das kleine Glück. Und das kleine Glück ist aber eine Herausforderung, dass irgendwas zu naiv angeschaut wird, zu oberflächlich vielleicht auch. Eine oberflächliche Betrachtungsweise. Das Thema Oberflächlichkeit ist bei mir tatsächlich, haben zwei Karten die Bedeutung, und zwar die Vögel und das Kleeblatt. Da kann es wirklich mal sein, dass man irgendwas zu unbedarft, sage ich jetzt mal, anschaut. Und gleichwohl habe ich aber auch hier den Eindruck, dass es sich wieder löst, ne? Dass in kleinen Schritten jetzt irgendwie etwas abgesenzt wird, ne? Die Fabrik steht ja auch für eine Investition, die erfolgreich wird, und das hier hat mit einer öffentlichen Firma, Behörde zu tun. Wenn es bei dir in der Familie gerade ein großes Thema ist, dass irgendwie Geld reinkommt, durch eine Verhandlung, von weiter weg, durch eine Erbschaft, durch eine Arbeit, durch einen Vertrag, vielleicht ist es
Da kann es auch um eine Versicherung gehen, die jetzt ausgezahlt wird, zum Beispiel. Da klärt sich etwas, also da kommt ganz überraschend dieser Geldeingang irgendetwas in den Fluss. Ich habe hier den Eindruck, dass es darum geht, schlau zu sein. Dass man hier an irgendwas arbeitet mit einem Kind oder einen Neuanfang. Und da geht es darum, schlau zu sein, irgendwas wirklich schlau einzufädeln. Wenn ich mir das hier anschaue, der Fuchs und der Baum, kann es darum gehen, dass hier irgendwie der Fuchs läuft in den Baum. Das ist ja auch interessant. Dass hier also Fuchs und Baum steht immer für blau machen. Und ich habe den Eindruck, dass jemand in deinem Umfeld, also nicht du, ja, nicht du, du hast hier nur diese Gedanken daran, dass jemand blau macht. Das ist eine, wir haben ja das Kreuz und also es ist eine Situation, mit der du schlecht umgehen kannst, dass jemand nicht so nach deinen Glaubensstrukturen agiert, wie du es für richtig hältst. Das ist ein ganz großer Punkt hier, mein lieber Skorpion. Und ich habe den Eindruck, dass da jetzt eben eine Veränderung im Plan ist, die dir hier dann aufzeigt, dass alles so kommen soll, wie es so kommen soll, wie es kommen soll, nee, so kommen wird, wie es kommen soll. Also, dass das alles schon seinen Grund hat, warum das so ist, wie es ist. Ja, auch wenn du hier irgendwie dann Kummer damit hast. Und das ist definitiv etwas, was mit einem Haus oder mit der Familie zu tun hat. Okay. Dann würde ich sagen, lass uns mal die Gegenüber genauer anschauen in der Erweiterung. Wir schauen, um welches Sternzeichen es sich handelt. Wir schauen, was die Person in Bezug auf dich denkt und fühlt, wie da das Thema ist. Und natürlich auch andersrum. Wenn noch irgendwas unklar ist, nehme ich manchmal noch die andere Karten dazu. Ganz unterschiedlich. Orakelkarten nochmal oder Tarotkarten, um nochmal genaueren Einblick zu bekommen. Aber die drei, die ich euch am Anfang vorgestellt habe, die sind auf jeden Fall dabei. Und ich freue mich, wenn du mir jetzt in die Erweiterung folgen magst. Und wenn nicht, freue ich mich auch, dass du da warst und wünsche dir einen schönen November. Tschüss!